Servus und hallo zusammen. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir bei unserer Mercedes-Benz C-Klasse der Baureihe W203 den Stand der Servoflüssigkeit, des Servoöls, überprüfen bzw. gegebenenfalls ausgleichen können. Heute hier ein Beispiel des 200 CDI. Kann natürlich jetzt bei eurem Modell anders sein, sofern eine andere Motorisierung fährt. Ich blende euch hier unten mal ein, welche Motorisierung bzw. welche Motornummer hier in diesem Wagen von uns verbaut ist. Wie gesagt, so funktioniert es bei uns. Bei eurem Modell könnte sich gegebenenfalls die Vorgehensweise ein kleines bisschen ändern. Bevor wir überhaupt loslegen, müssen wir die Verkleidung, die hier zu sehen ist, die Kunststoffabdeckung am Motor entfernen. Das werden wir gleich machen. Um ein wenig mehr Platz und ein wenig mehr Licht zu haben, würde ich empfehlen, sofern ihr im Freien oder in einer hohen Garage parkt, die Servicestellung der Motorhaube zu benutzen. Wir drücken hierzu den roten Knopf am Haubendämpfer, schieben die Haube nach oben, bis sie letztendlich einrastet und nahezu senkrecht nach oben steht. Somit haben wir viel mehr Platz, viel mehr Licht und können etwas leichter montieren. An unserem CDI ist die Motorabdeckung mit 6 Schrauben befestigt. Das sind keine normalen Schrauben, sind in diesem Fall Torx-Schrauben. Damit ihr diese runternehmen könnt, müsst ihr die Schrauben mit einem Torx-Schraubendreher oder hier, wie ich habe, mit einer Ratsche, mit einer Knarre und einem 30er Torx-Bit, Größe 30, lösen, abschrauben, dann können wir die Abdeckung runternehmen. So, alle 6 Schrauben sind gelöst. Wir werden nun vorsichtig die Kunststoffabdeckung runternehmen. Ich habe die Schrauben drinnen gelassen. Ihr könnt sie selbstverständlich auch rausnehmen und das Ganze zur Seite legen. Hier haben wir also das Herzstück des Wagens, das Energieaggregat, den Motor, unseren CDI, 200 CDI und den Behälter. Für eure Servoflüssigkeit, für Servoöl, findet ihr genau hier. Zum Öffnen des Behälters ist ganz einfach. Wir haben hier einen Drehverschluss. Das ist eine Viertelumdrehung. Dann ist es offen und hervorkommt der Verschluss samt dem Messstab, der sich hier an der Unterseite des Verschlusses befindet. Sorry. Wir machen das Ganze sauber, um einmal die aufgebrachte Skala lesen zu können. Versuchen das mit der Kamera einzufangen. Wie wir sehen, haben wir hier zwei Markierungen und somit auch zwei Messfenster. Nämlich einmal um die Flüssigkeit bei einem Temperaturstand von 20 Grad und einmal um die Flüssigkeit bei einem Temperaturstand von 80 Grad zu messen. Das würde dann dem warmen bzw. dem kalten Motor entsprechen. Ausnahme natürlich im Winter. Ist gut gemacht. Wir haben pro Temperaturfenster einmal eine Minimum- und einmal eine Maximummarkierung hier zu sehen. In diesem Fall ist unser Fahrzeug kalt. Das heißt, für uns interessant ist die untere Markierung, die untere Skala mit 20 Grad. Hier haben wir jeweils eine Linie für Minimum und eine Linie für Maximum. Das heißt, wir stecken nun den sauberen Messstab wieder in den Behälter für die Servoflüssigkeit. Ziehen ihn nochmal raus und gucken, wo sich genau der Stand befindet. Falls es jemand nicht bemerkt hat, wir stehen mit diesem Fahrzeug schräg auf einer Auffahrt vor der Garage. Das ist selbstverständlich, genauso wie auch beim Motoröl, nicht vorteilhaft, wenn ihr den Stand und die Menge ermitteln wollt. Das heißt, wir werden dieses Fahrzeug jetzt da 10 Meter rüber auf eine ebene Fläche stellen, in die Waagerechte, damit wir auch zuverlässig den richtigen Stand ermitteln und uns nicht durch das schräge Fahrzeug und einen verfälschten Flüssigkeitsstand in die Irre führen lassen. Da müssen wir mit Finsterer, gell?
So, wie wir sehen, haben wir den Flüssigkeitsstand meiner Meinung nach circa zwischen dem Minimum und dem Maximumstrich der unteren Temperaturskala für 20 Grad. Das entspricht auch der Realität. Wie gesagt, der Motor ist kalt, also wäre zu viel Öl drin, dann wären wir hier viel weiter oben. Ihr könnt, wie gesagt, das Ganze auch bei betriebswarmen Motor testen und nachsehen. Dann müsst ihr nur darauf achten, dass ihr bei warmen Motor, bei ca. 80 Grad warmen Motor, zwischen den oberen beiden Markierungen seid. Wir hier, wie gesagt, sind im kalten Motor hier und somit ist unser Ölstand zwischen den unteren beiden Markierungen. Somit unser Ölstand bei unserem Fahrzeug für die Servolenkung ist korrekt. Wir brauchen hier nichts nachfüllen. Nach der Messung also einfach wieder den Deckel draufsetzen. Der rastet ein, wieder die Viertelumdrehung und dann ist der ganze Behälter wieder verschlossen und es läuft euch nichts aus. Sollte bei euch der Fall eintreffen, dass ihr feststellt, ihr habt zu wenig Flüssigkeit, zu wenig Öl in eurem Servoölbehälter, bietet sich unbedingt ein Blick in eure Betriebsanleitung oder in euer Serviceheft an, um festzustellen, welche Flüssigkeit mit welchen Spezifikationen ihr für euren Motor, für euer Fahrzeug, für eure Lenkung ganz speziell benötigt. Das gleiche gilt natürlich auch für Kühlflüssigkeit oder für Motoröl und natürlich auch, wie gesagt, hier für die Servolenkung. Kann von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, möchte hier deshalb auch keine Empfehlung abgeben. Selbstverständlich bietet sich auch ein kurzer Besuch bei eurem Mercedes-Händler um die Ecke an, der euch bestimmt freundlich zur Seite steht und das passende Öl, die passende Flüssigkeit für euch zur Verfügung hat. Nach getaner Arbeit wieder unbedingt und nicht vergessen eure wunderbare Motorabdeckung hier wieder anzubringen, aufzusetzen und anzuschrauben. Okay Freunde, ich hoffe, euer Mercedes-Benz steht genauso gut im Saft wie unserer hier. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was lernen, ein bisschen was mitnehmen können und euch hat das Video etwas weitergeholfen bei eurer Aufgabe. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Vielleicht sogar ein Abo für die nächsten Clips zu unserem Mercedes W203. Ich wünsche euch wie immer alles Gute und sage Servus, bis zum nächsten Mal.